Wie du aufhörst, zu viele Emotionen in einen Mann zu investieren und ihn stattdessen dazu bringst, dir hinterher zu laufen. Willkommen zu diesem Video, zu dir spricht Sergey Lenz. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann gib auch diesem Video gerne ein Like und abonniere meinen Kanal, wenn du das immer noch nicht gemacht hast. Und nun zu einem Thema, das wirklich viele Frauen betrifft. Und zwar stelle ich immer wieder fest in meinen Coachings, und auch in den Kommentaren zu meinen Videos. Übrigens, du kannst meine Videos gerne kommentieren. Ich lese wirklich jedes Kommentar. Und immer wieder stelle ich fest, dass Frauen dazu neigen, immer viel zu viele Emotionen zu investieren, wenn ihnen der Mann gefällt. Also sobald sie eine emotionale Connection zu einem Mann spüren, dann fangen sie an, dem Mann hinterher zu laufen. Sie gehen in die aktive Position. Sie gelangen in die Rolle des Mannes und versetzen den Mann in die Rolle der Frau. Was dazu führt, dass der Mann auf Distanz geht. Er weiß nicht warum. Er analysiert es nicht. Er macht es nicht rational. Aber irgendwas sagt seinem Nervensystem, hier stimmt etwas nicht. Ja, schau dir das erstmal an, von Weitem, und stürzt sich da bloß nicht hinein. Weil in seinem Kopf ist es so, dass er eher an die andere Rolle gewöhnt ist, dass er derjenige ist, der sich um eine Frau bemüht. Das ist bei ihm mit Verliebtheit verknüpft. Nicht das andere, sondern das, was ich gerade beschrieben habe, dass er in der aktiven Position ist, dass er das Gefühl hat, mehr Interesse für eine Frau zu haben als die Frau. Ja, das bedeutet, er kann mit dieser Situation, wo die Frau mehr Interesse hat, nicht umgehen. Ja, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du weißt, woher dieser Impuls kommt und natürlich auch, was du damit machen kannst, damit dir das nicht mehr passiert. Also, vieles kommt, und das ist natürlich sehr heikel, weil dieser Mechanismus dann einspringt, wenn der Mann, also nicht bei jedem Mann, sondern bei Männern, die dir wirklich gefallen. Ja, das stelle ich immer wieder bei Frauen fest. Und wenn du diese Situation schon mal erlebt hast, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das schon mal gemacht hast und dass du schon mal in so einer Situation warst, dann hast du festgestellt, dass das eine sehr bedrückende Situation ist, dass das für deine Emotionen etwas sehr Bedrückendes ist, etwas, was dich wirklich belastet, etwas, was dich wirklich mitnimmt, vor allem wenn du siehst, dass er weitaus weniger Interesse hat als du. Und dass du immer diejenige bist, die anruft oder die schreibt und dass von ihm nicht so viel kommt und du möchtest den Kontakt ja halten und auf der einen Seite möchtest du, dass er den nächsten Schritt macht, auf der anderen Seite möchtest du diese Connection mit ihm spüren und dieses Bedürfnis nach der Connection, es gewinnt fast immer. Deswegen kommt es dazu, dass der Mann ebenfalls spürt, dass von dir weitaus mehr kommt als von ihm. Das passiert, weil du bestimmte Dinge auf ihn projizierst. Das passiert, weil du aus deinem Unterbewusstsein etwas hervorholst, beziehungsweise das machst du ja nicht bewusst. Das passiert automatisch. Ja, irgendwas in diesem Mann hat dich angetriggert und schon projizierst du auf ihn gewisse Dinge, die du zu haben müssen glaubst, um dich wohlzufühlen, beziehungsweise dieser Mann versetzt dich in eine Art Aufregungszustand. Ja, Verliebtheit ist etwas, hat schon mit Herzklopfen zu tun, mit einem unruhigen Zustand. Stresshormone werden ausgeschüttet und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass du durch deine Aktionen, dadurch, dass du versuchst, mit dem Mann schnell eine Connection herzustellen, deine eigentliche Motivation ist es, Ruhe zu bekommen. Die Intention deines Nervensystems ist ja die, dass es glaubt, dass wenn du dann mit dem Mann zusammen bist, du dann nicht mehr in diesem mag er mich oder mag er mich nicht, liebt er mich oder liebt er mich nicht, liebt er nur mich oder noch jemand anderen oder eine andere, die vielleicht in direkter Konkurrenz zu mir stehen könnte. Ja, das sind alles Dinge, die vor denen dich dein Nervensystem versucht, dich zu beschützen. Deswegen ist das, was dir dein Nervensystem vorgibt,
als Beruhigung oder als Option zur Beruhigung eben dieses, ja, ich will Connection zu ihm, ich will, obwohl ich weiß, dass es jetzt blöd ist, zum fünften Mal hintereinander eine SMS zu senden, obwohl ich weiß, dass es blöd ist, jetzt wieder anzurufen, obwohl er mich noch nie angerufen hat und ich ihn immer, dass ich das trotzdem mache, um diese Connection zu fühlen, einfach weil ich sonst viel zu unruhig bin. Und das passiert, weil du in deiner Position, in deinem Ich viel zu, ja, also in diesem Zustand, ja, wo du verliebt bist oder wo du starkes emotionales Interesse für einen Mann hast, dass du, ja, wie soll ich das sagen, das Gefühl für dein Ich verlierst, dass du deine Ich-Position verlierst. Also du kannst super sein in deinem Leben normalerweise, wenn er noch nicht da ist. Dein Job ist super, deine Beziehungen sind super, alles, du hast alles unter Kontrolle, alles ist super. Ja, alles cool, du siehst, wie Männer auf dich total gut reagieren. Das sind natürlich nicht die Männer, die du willst, aber trotzdem, du merkst, dass du eine gewisse Bestätigung bekommst. Aber dann kommt er, reitet er aus dem Horizont auf dich zu und schon beginnt du dein, ja, die Position für dein Ich zu vernachlässigen. Du beginnst dein Ich-Gefühl, vor allem dein positives Ich-Gefühl zu verlieren, weil du dieses positive Ich-Gefühl auf ihn projizierst. Also du glaubst, dort wo er ist, ist es gut. Dort wo du bist, ist es nicht gut. Und das ist der Fehler, der sehr, sehr oft passiert. Ja? Deswegen, was du machen kannst, ist von nun an diese Position, die übrigens sich auch auf ihn übertragen wird. Weil, also wenn du das wirklich installierst in dein Leben, also nicht nur in dein Liebesleben, sondern in dein Leben, dass du immer wieder damit spielst. Ja, das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist ein Prozess, bei dem ich dir helfen kann. Und der sieht so aus. Dort, wo du bist, ist es am schönsten. Der schönste Ort der Welt ist dort, wo du bist. Das bedeutet, wenn du dich jetzt gerade wie ich in der Natur befindest und oder dort, wo du dich gerade befindest, also schau dich jetzt um, ja, wo befindest du dich? Dort, wo du dich jetzt befindest, dort, wo du stehst, das ist der schönste Platz der Welt. Es gibt keinen schöneren. Wenn du in einem Restaurant bist, in einem Café und du stellst fest, hey, der Typ ruft dich nicht an oder du hättest gern die Connection zu ihm, dann schaust du auf den Ort, wo du dich befindest und stellst fest, hey, das ist der schönste Ort der Welt. Jetzt. Ja, später bin ich. In zehn Minuten bin ich an einem anderen Ort. Dann wird das der schönste Ort sein. Aber jetzt in diesem Augenblick, der schönste und der beste Ort, das ist dort, wo ich stehe, wo ich sitze, wo ich liege, was auch immer. Und wenn du das immer wieder, wenn du dich immer wieder damit konfrontierst, ja, wenn diese Gedanken an ihn kommen, oder wenn du dich damit konfrontierst, dass du, ja, dass du mit ihm sprichst, ja, und du merkst, die Kommunikation zwischen euch läuft nicht so flüssig, dass du dich umschaust, deinen Kaffee trinkst, ja, wenn ihr in einem Café seid zum Beispiel, oder dein anderes Erfrischungsgetränk, und in dem Moment, wo du dich unsicher fühlst, dass du dann, hey, Moment, wie fühle ich meinen Körper? Wo sitze ich gerade? Ja, wo befinde ich mich? Ganz genau, ich befinde mich am schönsten Ort der Welt. Und diese Position, sie beginnt dich zu erfüllen. Diese Position beginnt dich mit diesem Vollkommenheits-Mindset aufzufüllen. Immer und immer wieder. Und das überträgt sich auch auf ihn. Denn auch er spürt, dass du dich in deiner Position wohlfühlst. Weil Männer haben ein sehr starkes und ein sehr sensibles Radar für Frauen, die sich nicht so wohlfühlen in ihrer Position.
Ja, sie stellen fest, dass Frauen, die viel zu nervös sind, die viel zu, die sich viel zu unwohl fühlen dort, wo sie sind, das sind Frauen, naja, neben denen sich der Mann nicht so wohl fühlen würde. Weil wenn die Frau sich dort nicht wohl fühlt, dort wo sie ist, wie sie ist, wie soll der Mann sich dann neben ihr wohlfühlen? Ja, und der Sinn und Zweck oder der allergrößte, sag ich mal, der allergrößte Grund für einen Mann, um mit einer Frau zusammen zu sein, um diese Vorstellung immer wieder zu schärfen. Denn das ist ja ein langer, langer Prozess, den du auch steuern kannst, den du beeinflussen kannst, wenn du weißt wie. Ist es sich immer wieder vorzustellen, wie es sich mit dieser Frau anfühlen wird, zusammen zu sein. Und nur wenn er 10-mal, 20-mal, 100-mal, 500-mal diesen Anpassungsprozess in seinem Bewusstsein durchgeführt hat und immer wieder festgestellt hat, immer wieder zum Schluss gekommen ist, hey, das wird super, das wird sich super anfühlen, mit ihr zusammen zu sein. Ein Jahr, 10 Jahre, 1000 Jahre. Ja, es wird sich wohl anfühlen. Ich werde mich wohlfühlen neben ihr. Und das macht er dann, wenn er sieht, dass du dich wohlfühlst dort, wo du bist, dort, wie du bist, wie du mit ihm kommunizierst. Und weil auch wenn ihr euch niemals wieder seht, der schönste Ort der Welt wird immer der Ort bleiben, wo du bist, jetzt in diesem Augenblick. Männer kommen und gehen, Situationen kommen und gehen, Welten werden erschaffen und zerstört. Aber der schönste Ort der Welt ist der, wo du dich befindest. Und das verändert sich niemals. Und wie genau du dieses Gefühl in dein Leben integrierst, und ich möchte anmerken, dass dir das nicht nur in den, ja, bei der Kommunikation mit wertvollen Männern in die Hand spielen wird, sondern in deinen Beziehungen, in deinem Business. Frauen, die von mir gecoacht werden, machen die Beobachtung, dass ihr ganzes Leben in allen Lebensbereichen geupgradet wird. Oh, weil sie diese ganzen Tools einsetzen. Und wie du das auch schaffst, das in dein Leben zu integrieren, sodass Männer, die du triffst, Männer, die dir gefallen, fühlen, unterbewusst fühlen, dass das der schönste Ort der Welt ist, mit dir zu sein, bei dir zu sein, egal wo, egal in welchem Land, egal in welcher Stadt, einfach bei dir. Und das fühlen sie, wenn du das anfängst, immer wieder zu fühlen, wie du das integrierst in dein Leben. Und wie du sonst auf den Mann so einwirken kannst, dass er ja nicht lange darüber nachdenken wird, ob er mit dir zusammen sein will oder nicht. Sondern dass du sein Begehren wirklich so auslösen kannst, durch die Art, wie du lebst, wie du mit ihm kommunizierst, wie du mit Männern überhaupt kommunizierst, wie du auf Menschen einwirkst. Wenn du das wissen möchtest, wenn du das lernen möchtest, wenn du diesen Prozess machen möchtest, bei dem ich dich persönlich begleite, bei dem ich dich persönlich unterstütze, dann bewirb dich zu meinem 90-Tage-Coaching, weil dort werden wir genau das lernen. Ich und du werden diese Reise antreten und ich werde dir all meine Geheimnisse beibringen, die du sofort umsetzen kannst. Und wie du zu diesem Coaching kommst, das erfährst du, wenn du dich zum kostenlosen Erstgespräch anmeldest. Die Informationen dazu bzw. den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video und ich würde an deiner Stelle keine Sekunde länger zögern, sondern dich jetzt gleich bewerben und dann besprechen wir alles weitere, wie das Ganze für dich aussehen wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du die Impulse von diesem Video für wichtig oder richtig erachtest, oder vielleicht beides, dann gib diesem Video gerne ein Like, hinterlasse mir einen Kommentar, abonniere meinen Channel, falls du das immer noch nicht gemacht hast, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, dein Sergej Linz.